Montagabend 20 Uhr im Eisstadion Landshut, da ist Icebreaker Training und die haben mich heute eingeladen, dass ich mitspielen darf und ich habe dazu meine uralten Schlittschuhe aus dem Keller gekramt und jetzt bin ich wirklich mal gespannt, was dazu sagen. So, servus Alexander, das ist meine Ausrüstung. Was sagst du dazu? Ja. Dann schleifen wir die mal. Die schauen immer gut aus. Da ist schon ein bisschen Rost drauf. Die liegen auch schon länger. Die schleifen wir jetzt gescheit, dann kann es gut laufen. Okay. Die Profis lassen ihre Kufen übrigens zweimal pro Woche schleifen. So, meine Schuhe weiß ich jetzt in guten Händen, dann werfe ich mich jetzt mal in Schale. 20 bis 30 bunt zusammengewürfelte Jungs bzw. Männer trainieren für das Benefizspiel. Die LA Icebreakers gegen die Eisdive Rosenheim im Eisstadion Landshut am 21. Februar. Um mit denen mithalten zu können, brauche ich jetzt erst einmal die richtige Ausrüstung. Zwischenfazit, ein bisschen unbeweglich das Ganze. Also raus Richtung Eis. Da warten auch schon Zuschauer. Und was sagst du, wie sind die Jungs drauf? Ein Wahnsinnshaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nie geglaubt, aber brutal. Jetzt zeigen wir eine Show ab, das ist der Hammer. Der Erlös dieser Show kommt in diesem, übrigens dem dritten Jahr der LA Icebreakers, der Stillen Hilfe Hohen Tann zugute. Für unschuldige, notgeratene Menschen aus unserer Region. Es gibt immer wieder Schicksalsfälle durch eine schwere Krankheit, durch einen schweren Unfall oder sonstige Schicksalsschläge. Und diesen Menschen wird ganz unbürokratisch, aber auch anonym, weil diese Menschen das ja auch nicht wollen, dass sie in der Öffentlichkeit genannt werden, geholfen. Dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass eine große Summe zusammenkommt. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns schon auf den 21. Februar. Und ich freue mich jetzt endlich auf die Eisfläche. Und am Schluss kann ich nochmal so richtig Gas geben. Zeigt, wie das geht. Aus dem richtigen Spielbetrieb halte ich mich jetzt doch lieber raus. Jetzt möchte ich nur noch wissen, wie war es denn? Ja, sie hat sich brutal geschlagen. Ich meine, körperlich war es ja klar überlegen und schlittschuhtechnisch also einwandfrei und auch das Tor zum Schluss war gigantisch. Mal schauen, wie es den Spielern mittlerweile so geht. Keine Puste mehr. Nein, überhaupt nicht. Es geht schon noch. Wie ist es? Seid ihr jetzt auf der Ersatzbank oder ihr müsst dann wieder rein, gell? Ja, wir müssen rein. Wir sind wir 2 bis 3 Stürme rein und die wechseln immer durch. Wir haben kein Maskottchen. Warum habt ihr keinen? Der große Dicke, der Balu. Das ist das Team-Maskottchen. Wir versuchen unser Bestes. Jeder das, was er kann. Und mein Job ist halt einfach für eine gute Stimmung zu sorgen und schauen, dass die Leute reinkommen. Im vergangenen Jahr waren es über 1000 Zuschauer. So viele wie noch bei keinem anderen Spiel einer Benefizmannschaft in Deutschland. Apropos gute Stimmung, ich habe gehört, es gibt sogar schon einen eigenen Fanclub. Das ist richtig. Wir sind jetzt ungefähr 20 Mitglieder, werden hoffentlich noch mehr und hoffen, dass wir für gute Stimmung sorgen im Stadion an dem Tag. Wer sich also noch als Fan am großen Benefizspiel der LA Icebreakers beteiligen will, wendet sich am besten an Thorsten Winheim. Denn das Motto der Icebreaker lautet schließlich nicht umsonst: gemeinsam Gutes tun.